Sie brachten Jesus an die Stelle, die Golgotha heißt. Das bedeutet übersetzt Schädelstätte. Dort wollten sie ihm Wein mit einem betäubenden Zusatz zu trinken geben, aber Jesus nahm nichts davon. Sie nagelten ihn ans Kreuz. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Das Kreuz. Nägel durch Gelenkknochen. Schreckliche Schmerzen. Nichts hält den Körper aufrecht, nur die Nägel. Jeder Atemzug ein Kampf. Jesus allein. Rechts und links die Verbrecher. Unten die Leute mit Arroganz und falschem Mitleid. Weit hinten die Jünger, feige in Angst und Scham. Oben der dunkle Himmel. Selbst Gott wendet sich ab. Seht dort das Opferlamm Gottes, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt.